Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute werfen wir einen Blick auf meinen Lesebüchermonat aus dem Juni. Ich hatte ja auch 2 Wochen darin Urlaub und ich habe wirklich wunderbarst gelesen. Ich werde heute ein bisschen was natürlich zur Statistik erzählen, zu den Büchern erzählen. Ich habe auch schon zwischendrin meinen Clip abgedreht, ich glaube mit den ersten 6 oder 7 Büchern. Und ich möchte diesmal auch ein bisschen Statistik aus Rido mit einbinden. Ich habe euch das beim letzten Mal so ein bisschen gefragt, weil ich das tatsächlich mit dieser durchschnittlichen Leseanzahl, so durchschnittliche Seitenanzahl, ganz spannend finde, sich das anzusehen. Und man sieht wirklich wunderbarst, ich hatte Urlaub. Aber so ein bisschen Statistik und dann auch Zeitstempel unten in der Infobox, wann ich über welches Buch spreche und natürlich dann auch den Link zu den jeweiligen Büchern. Ja, ich habe insgesamt 13 Bücher gelesen und gehört, waren 3 Bücher mehr als bei mir eingezogen sind, also wunderbarst Challenge erfüllt. Ich habe 8 haptische Bücher und 5 Hörbücher gehört. Ich habe tatsächlich kein einziges E-Book gelesen. Ich war total fasziniert, lag aber wahrscheinlich auch daran, dass ich im Urlaub ja immer nur so tagesausflugstechnisch irgendwie unterwegs war und nicht verreist bin, wo ich ja sonst durchaus mehr ja, Digitales dabei habe als Haptisches. Und insgesamt, zumindest so wie ich die Seitenzahl zähle, sind es 4.970 Seiten geworden. Ich habe ein bisschen mehr auf Rido, weil Rido wirklich jede Seitenzahl zählt. Also auch im Sinne von 483. Da würde Rido die 83, die 3 hinten zählen und ich runde ab, weil ja oft vorne einfach so Geplänkel ist. Ich mag es nicht ganz so genau. Von daher habe ich bei Rido ein bisschen mehr an Seite, aber ich blende es euch jetzt auch einfach mal ein. Ich glaube, bei Rido, ja, waren es 5.003 Seiten, also es kommt in etwa hin. Über die 33 Seiten würde ich jetzt ja, das würde ich ignorieren. Zudem kommen eben auch noch über 4.800 Hörminuten dazu, was echt eine ganz schöne Menge ist. Ich glaube, so über 80 Stunden, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also ich habe richtig gut gehört in den 5 Hörbüchern und ja, es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also gerade, wenn man so auf dem Balkon sitzt, im Garten sitzt, am Wasser sitzt, einfach so ein Stöpsel im Ohr hören, einfach ein Träumchen oder auch abends die Abendrunden mit Weasley einfach so ein bisschen was hören. Richtig, richtig schön. Ja, durchschnittlich habe ich 166 Seiten am Tag gelesen. Ich blende euch das jetzt ja aber auch einfach mal ein. Wie man sieht, habe ich schon einen guten Ausreißer, so ab meinem Urlaub, so ab dem 17. Juni. Also man sieht, dann geht die Seitenzahl bis auf wenige Ausnahmen, wo ich vielleicht wirklich so den dreiviertelsten Tag nicht da war, sehr, sehr nach oben. Und die Spitze hatte ich dann ja im Grunde eigentlich an den letzten ja, 2, 3 Juni-Tagen, wo ich wirklich immer an die 300 und über 300 Seiten gekommen bin. Also in der Spitze mal 300 und ein paar 60 Seiten. Da habe ich, glaube ich, gleichzeitig 2 Bücher oder 2 Bücher und das Hörbuch irgendwie beendet. Also da war ich ja, richtig, ja, richtig im Flow sozusagen auf Ende des Monats. Und man sieht, dass ich aber durchaus immer so rund um die 120 Seiten schon am Tag lese, auch wie ich noch gearbeitet habe. Ein bisschen mal drunter, ein bisschen drüber, je nachdem, ob man halt einfach an dem Tag die 1, 2 Stunden zum Lesen Zeit hat oder nicht. Oder zum Hören. Also Hören geht in der Regel ja immer. Aber ich finde das tatsächlich ganz spannend, sich diese Monatsübersicht mal anzuschauen. Ja, weil ich finde, das ist noch ein bisschen greifbarer und zeigt hier wirklich so die Peaks eben auch im Urlaub. Und ich weiß auch noch genau, was ich an dem Peak, ich glaube am 24. Juni gemacht habe, warum ich da zum Beispiel so wenig Seiten in meinem Urlaub gelesen habe. Aber das ist nochmal was ganz anderes. Ja, auch so war der Monat sehr erfolgreich mit, ich glaube, im Durchschnitt 4 Sternen, was richtig, richtig gut ist. Ist auch in diesem Jahr der beste Monat und ich hatte von den 13 Büchern eben auch 5 Highlights. Ja, es waren auch 2 Rereads dabei, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Und ich könnte euch jetzt hier auch einfach mal die Rido-Übersicht einzeigen von meinem Lesemonat Juni, wo ihr die 13 Bücher einfach schon mal so spoilerhaft sehen könnt. Und ja, ihr findet sie, wie gesagt, auch unten in der Infobox. Also auch bunt gemischt. Ich finde das bei Rido richtig toll. Ich finde auch toll, dass sie ihr eines Update-Problem in den Griff bekommen haben. Ich nutze die App wirklich gerne, fast täglich. Trage da wirklich immer schön meine Lesefortschritte ein bisschen ein. Und das macht wirklich Spaß. Also das finde ich richtig schön. Das passt so zu meinem nerdigen Buch-Ich. Und
Ja, hier jetzt also der ganze Lesemonat und ja, natürlich machen wir jetzt ein Buch auch nach dem anderen und wie gesagt die Timestamps und die Bücher dann auch unten in der Infobox. Alles in allem ein erfolgreicher Monat und ja, wir hören uns dann nach der Vergangenheit, Steffi, mit den weiteren Büchern, die ich gelesen und gehört habe. An diesem etwas verregneten ja, Urlaubstag möchte ich von über die ersten 7 Bücher des Monats sprechen, beginnend mit Sehne für Sehne, die Welt entdecken von Andrea David, was für mich wirklich ein Highlight war. Ja, ich habe die Autorin im Podcast von Weltwach entdeckt und dann war der Verlag so lieb, meine Anfrage positiv zu bestätigen und ja, dann habe ich das Buch als Rezensionsexemplar vom Conbook Verlag auch erhalten. Ja, Andrea David ist unter anderem auch bekannt unter dem Namen Filmtouristin. Zum Beispiel findet man sie dort auch auf Instagram, wo man ja, verschiedenste Filmszenen dann eben am jeweiligen Ort auch sehen kann. Sie begibt sich seit rund 20 Jahren auf Reisen und hält entdeckte Filmkulissen eben fest. Wir lernen hier viele Orte in den USA, Kanada und auch Europa kennen und es gibt viele Infos zu den Filmorten, zu den gedrehten Szenen und eben auch zu den Orten mit, ja, wie die da zum Beispiel umgehen mit den vielen Schaulustigen, ja, und wie sich vielleicht auch mancher Ort verändert. Denn wenn bekannt wird, dass ein großer Film zum Beispiel dort und dort eine Szene gedreht wurde und diese Szene, ich sag mal, wirklich sehr episch ist, wie unter anderem eben auf dem Cover die Forrest Gump Szene, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass sich da auch ein paar Leute immer mal wieder eintreffen. Man entdeckt sehr viel zu Harry Potter, zu Game of Thrones, zu der Serie Dallas, zu Rocky, aber auch James Bond ist hier vertreten, also ganz viele unterschiedlichste Filme, Zurück in die Zukunft, Forrest Gump, ganz, ganz viel und ja, das hat mich wirklich schwer begeistert. Es ist eine tolle Sammlung an Fotos. Es gibt wirklich viele, viele Informationen zu den Orten, zu den Filmen, wie man am besten auch dorthin kommt, was man da in Kombination sich anschaut. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Es ist sehr inspirierend für eigene Reisen, denn auch ich habe vor, ich sage jetzt mal in mittlerer Zukunft, die ein oder andere Filmkulisse, gerade so Harry Potter, fände ich natürlich super, super spannend, ja, zu bereisen. Und da hilft einem dieser Guide definitiv weiter. Es ist ein sehr flüssiger und auch ja, einfacher Schreibstil mit vielen Informationen, mit spannenden Infos. Es wird auch zu keinster Weise irgendwie langweilig. Ich bin da wirklich durchgehuscht, habe mir die wahnsinnig vielen tollen Fotos angeschaut. Und ich habe mir einige Markierungen gemacht für Berlin zum Beispiel, wo man auch einfach jetzt mal in Deutschland hinreist und sagt, oh, das gucke ich mir einfach mal schnell näher an. Es sind tolle Fotos dabei, man bekommt eben auch Erklärungen, das müsste hier was wahrscheinlich zu Star Wars sein, genau. Also man hat hier ganz unterschiedliche Bilder und steht dann im Grunde zum Beispiel in dem Fall vor dem Haus von den Ewings und dann wird eben gezeigt, ja, wie hat sich hier die Kulisse im Grunde eingebettet. Ein richtig, richtig tolles Buch. Leider ein bisschen wenig Deutschland, das hätte ich mir sehr gewünscht, dass ein bisschen mehr als nur Berlin und Umfeld da irgendwie eine Rolle spielt, aber vielleicht bereist Andrea David ja dann auch nochmal irgendwann Deutschland oder auch mehr in Europa, sodass man da auch Dinge entdecken kann. Aber natürlich sind die meisten großen Filmkulissen irgendwo in den USA und ja, die beste Filmkulisse gefühlt ist ja tatsächlich dann Neuseeland und mit dem Herrn der Ringe oder wir haben hier zum Beispiel auch, ach ja, Downton Abbey zum Beispiel war hier auch mit dabei, also richtig, richtig toll, die Fotos haben Spaß gemacht, die Erklärungen und ich folge der Autorin jetzt auch auf Instagram und das Instagram versuche ich auch unten mal in die Infobox zu packen. Schaut da gerne mal vorbei. Ein bisschen mehr Deutschland, aber trotzdem für mich ein Highlight-Buch, was mich sehr gut unterhalten hat und mir auch so die Orte einfach ein bisschen näher gebracht hat. Dann habe ich gehört als Buch 2 und 4 Harry Potter und der Halbblutprinz und im Anhang direkt Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Ich habe die Reihe jetzt im Juni beendet und ich bin immer wieder ein Fan dieser Reihe. Ich liebe Harry Potter. Es ist mein Nachhausekommen, wenn ich beim Hörbuch hören mal nicht mehr weiß, was ist. Und ihr werdet lachen, ich hatte direkt danach so, ach naja, jetzt könnte man auch eigentlich mit dem ersten mal wieder weitermachen. Nein, mache ich natürlich nicht. Für beide gibt es noch keine illustrierte Schmuckausgabe. Dementsprechend habe ich die rein nur gehört. Aber ich bin ein Fan dieser Geschichte, wie die sich zusammenspielen, welche spannenden Wendungen es auch am Ende gibt. Und
ich mag das Buchende einfach um Längen mehr als das Filmende. Da finde ich, hat man beim Film sich das zu einfach gemacht. Es hätte durchaus noch ein, zwei komplexe Kniffe haben können, gerade in Anbetracht, wenn es um Zauberstäbe und sowas geht. Aber ich, ja, ich weine da viel, ich finde viel heraus, mir fallen Dinge auch manchmal erst, ach ja, stimmt, wieder irgendwie auf. Aber ja, beide Bücher für mich Highlights. Und dementsprechend ja, muss ich, glaube ich, gar nicht so viel dazu sagen. Dann ist auch ein kleines Büchlein von mir zwischendurch gelesen worden, also wirklich so in der Stunde hatte ich es durch oder lasst es eineinhalb gewesen sein. Und zwar ein Manga über Stitch von Yumi Tsukirino. Das habe ich über die liebe Becky entdeckt, war dann in der Thalia, hatte es bestellt und habe es mir dann dort abgeholt. Ich bin ein großer Fan des Disney-Films Lilo und Stitch, wo wir ja diesen kleinen Alien finden, der im Grunde auf der Flucht ist, weil er vernichtet werden soll, weil er ja im Grunde nur Böses im Sinne hat und dann eben auf die Erde ausweicht und dort dann die Aliens eigentlich hinreißen und er dort aber dann eben auf Lilo, ihre Schwester, trifft. Eine etwas kaputtere Familie, da ist dann auch der Begriff Ohana sozusagen ja in der Disney-Welt so ein bisschen entstanden. Und ich bin ein großer Fan der Filme. Ich habe den früher irgendwie verpasst, aber seitdem ich ihn kenne, habe ich ihn 3-4 Mal angeguckt. Und ja, sonst lese ich keine Mangas und auch wenig Comics. Das wisst ihr, wenn ihr auf meinem Kanal öfter unterwegs seid. Und wir haben in diesem Manga zwei unterschiedliche Geschichtsstränge. Einmal sind wir mit Stitch unterwegs in Japan. Im Film sind wir ja eigentlich auf Hawaii. Und dort trifft er auf der Insel Uinavo, muss ich mir notieren, die kleine Yuna. Und mit ihr freundet er sich an. Und ja, sie lebt mit ihrer Oma und ist ein sehr, sehr geduldiges Kind in Bezug auf Stitch und auch sehr kreativ, und da erleben wir so seine Zeit in Japan. Und im zweiten Teil der Geschichten landen wir dann wieder auf Hawaii und treffen auch auf Lilo und altbekannte Charaktere aus den Filmen. Ich glaube nicht, dass man die Filme kennen muss oder den Film, oder es sind ja zwei und es gibt noch eine Serie, dass man das kennen muss, aber ich glaube, als Fan der Serie, der Filme, wird man da auf jeden Fall seinen Spaß haben. Und im zweiten Teil ja, treffen wir dann eben auf bekannte Charaktere, und ich fand, man hat da ganz schnell wieder die Verbundenheit gefühlt, das echte Lilo und Stitch Feeling. Man spürt, finde ich, einfach, dass die beiden am besten zusammenpassen, und es sind ja eigenständige Geschichten, die schon irgendwie weitererzählen, aber ja, das eben einfach in Manga-Form. Ich mochte den Manga super, super gerne. Also ich fand es wirklich großartig, es hat mich wahnsinnig gut unterhalten, und ich finde es total schwierig, einen Manga zu bewerten, denn ich mochte Stitch, ich mochte seine Geschichten, ich mochte die Umsetzung der Zeichnungen, auch wenn ich finde, dass hier alles ein bisschen eckiger wirkt, als man es zum Beispiel aus den Disney-Filmen kennt, ist es eben doch einfach Stitch, aber ich fand, man hat sich super schnell an den Stil gewöhnt, an das Rückwärtslesen gewöhnt, ich bin mega gut durchgekommen, fast noch besser als beim Comic im Mai, aber ich lese einfach gerne eher einfach Wörter als Bilder. Von daher finde ich es immer ein bisschen schwieriger, mir dann auch noch Bilder nebenbei anzuschauen. Das ist für mich so ein Multitasking, was nicht so ganz flüssig läuft. Aber dadurch, dass es auch einfach kindertauglich ist, eine Kindergeschichte ist, bin ich da auch sehr, sehr gut durchgekommen. Und es ist definitiv auch für Kinder super. Also alle, die vielleicht Kinder, ich glaube ab 8 ist der Manga freigegeben. Gibt es ja in Büchern nicht. Aber das würde ich sagen. Und zum Vorlesen eignet sich natürlich auch gerade, wenn man vielleicht jüngere Kinder hat und sagt, die möchten noch mehr über Stitch lesen, dann sind sie hier absolut richtig. Also für mich ein kleines Highlight, wenn ich auch die Geschichten ein bisschen wirre manchmal fand, ein bisschen zusammenhanglos, aber es war einfach Stitch. Ich meine, was sollte Stitch sonst auch für eine Bewertung bekommen? Und ja, da muss man tatsächlich sagen, die ersten 4 Bücher des Monats waren Highlight. Und dann kam so ein Buch, was zumindest im ersten Drittel wie ein Highlight wirkte, nämlich Mr. Wrong Number von Lynn Painter. Da haben wir uns im Nürnberger Booktuber-Treffen drüber unterhalten. Es ist ein absolutes Jahreshighlight von Leo. Und zusammen mit Paula, Tanja und auch Aaron habe ich es dann gelesen, beziehungsweise ich habe gehört, die anderen gelesen. Ich packe alle Kanäle mal unten in die Infobox. Solltet ihr sie noch nicht kennen, schaut da unbedingt mal vorbei. Und dankenswerterweise hat mir auch immer jemand ein Foto geschickt, wie weit ich jetzt hören muss, weil es war von der Kapitelanzeige und Ähnlichem im Hörbuch ein bisschen komplizierter, aber
na, das Hörbuch kann ja nichts dafür, dass ich in einer Runde gelesen habe, beziehungsweise gehört habe und wir, also dafür ist das Hörbuch halt auch einfach nicht gemacht. Da tut man sich leichter, wenn man gemeinsam das Hörbuch hört, wie ich es ja sehr oft zum Beispiel auch mit Becky mache. Ja, gesprochen wird es von Anna Anmali Blumeyer und Julian Mene, beide Sprecher, die mir jetzt nicht so viel gesagt haben, die mir aber auch nicht negativ irgendwie aufgefallen sind, von daher würde ich sagen, haben die einen ganz guten Job gemacht. Ja, wir treffen auf Olivia, die ein wenig trottelig durch ihr Leben geht und ja, sie hat immer zu Pech, auch nach der Trennung von ihrem Freund. Sie möchte ihr die Liebesbriefe von ihm verbrennen, dann taucht irgendwie etwas auf und das fackelt dann im Grunde ihr ganzes Haus ab. Und da ist sie erstmal obdachlos, kommt dann bei ihrem Bruder unter, der zusammen mit seinem besten Freund in der WG lebt. Und ja, Colin ist der besagte Freund, den eben Olivia auch aus der früheren Kindheit, Jugend kennt. Und er ist ein recht erfolgreicher Geschäftsmann, auch ganz gut betucht und ja, sie mögen sich aber anfänglich nicht. Eines Abends bekommt Olivia eine WhatsApp-SMS-Nachricht von eben einem Mr. Wrong Number, den sie dann auch so nennt. Und ja, er hat sich wohl irgendwie vertippt, kommt also tatsächlich ganz durch einen blöden Zufall an ihre Nummer. Und so schreiben sie sich ein bisschen und sie fängt so ein bisschen an, Gefühle für ihn zu haben. Gleichzeitig merkt sie aber auch, dass ja, sie zu Colin sich irgendwie hingezogen fühlt. Und wir erfahren natürlich auch recht schnell, wer Mr. Wrong Number ist und fast eigentlich ein bisschen zu schnell. Und dann spinnen sich natürlich hier so die unbekannte Liebesgeschichte und eben auch so ein bisschen dieses Enemies to Friends, also Feinde zu Freunden Geschichte zwischen Olivia und Colin so ein bisschen weiter. Die Geschichte hat wahnsinnig humorvoll angefangen. Also ich glaube, es waren so die ersten 2, 3 Leseabschnitte, wo ich wahnsinnig viel gelacht habe, geschmunzelt habe, wirklich da saß und dachte, oh ja, was für eine tolle Geschichte, auch die Liebesgeschichte im Grunde so im Hintergrund dazu. Ich fand das richtig unterhaltsam, richtig toll. Und es war dann auch so ein bisschen Genre untypisch, wie ich fand, zumindest zu den Büchern, die ich gelesen habe. Doch dann driftete es irgendwie ab. Ich fand so ein bisschen, der Zeitpunkt von Mr. Wrong Number wurde zu früh gelüftet, also dass man da dann im Grunde schon so ein bisschen Bescheid wusste. Und dann ging eben dieses Nicht-Kommunizieren los, beziehungsweise manchmal auch das dramatisierte Überkommunizieren. Und ach, da bin ich einfach so ein bisschen raus. Also ich fand es am Ende so ein bisschen anstrengend. Ich fand es ein bisschen schwierig, wie beide so ein bisschen gehandelt haben und auch das Ende, es ging einfach wahnsinnig schnell. Also ich, ja, was mir am Anfang noch super gut vom Tempo gefallen hat, von der Leichtigkeit, vom Humor, wurde dann so ein bisschen banaler, einfacher, leichter, nicht mehr so spritzig, frisch und das Ende war dann irgendwie, hui, jetzt mussten wir irgendwie ein Ende schreiben und das fand ich echt, echt schade. Der Schreibstil ist locker und leicht und ich mochte auch sehr, dass es die Ich-Perspektive hier gewählt wurde, dass wir auch einen Perspektivwechsel haben. Das haben die stimmlich auch sehr gut hinbekommen. Leider sprachlich, und das ist immer wieder ein Kritikpunkt von mir, finde ich es ein bisschen schwierig, wenn ein Mann sagt, oh, ich fühle mich ganz bezaubernd oder ich bin ganz hingerissen. Ich kenne nur sehr wenige Männer, die diese Wörter wirklich in ihrem Wortschatz haben. Und ich fand, dass sich das sehr wenig abgegrenzt hat. Ich fand das auch beim Hören immer mal so ein bisschen schwierig. Klar hat man hier eine männliche und eine weibliche Stimme, aber sprachlich hat Colin sich eben mehr oder weniger so angehört und ähnlich über Gedanken nachgedacht, als es vorher Olivia gemacht hat oder umgedreht. Und das ist eben einfach nicht authentisch. Ich erwarte bei verschiedenen Charakteren und insbesondere, wenn wir dann auch noch 2 Geschlechter haben, einfach einen Unterschied. Denn ich denke eben nicht so wie zum Beispiel Tanja und Aaron wird auch nochmal ganz anders denken als Paula, um unsere Leseliste zu nehmen, also die Lesegruppe zu nehmen. Und das hast du auch in den Sprachnachrichten und den Nachrichten gelesen, dass jeder irgendwo einen anderen Blickwinkel drauf hat und ich hätte mir das auch einfach im Buch gewünscht und ich finde es so schade, dass da so wenig bei Büchern drauf geachtet wird. Ich hatte so ein bisschen meine Probleme mit den Dramen, die gestaltet wurde, einfach aufgrund von wenig Kommunikation. Das ist ein Problem unserer Zeit, ich weiß, aber nur damit dann Drama entsteht, das hätte es für mich nicht so gebraucht. Ja, es gab natürlich auch ein paar spicy Flirte-Szenen. Die waren tatsächlich auch ganz okay. Es gab wenig Augenrollmomente von meiner Seite. Ich bin da ja immer nicht ganz so der Freund, wenn es ja durch das Hören noch näher an meinem Kopf sozusagen ist. Aber ich fand das tatsächlich ganz in Ordnung. Also es war nicht
extremst ausgearbeitet. Und wenn doch, habe ich auch einfach mal da schmunzeln drüber können, über was sich Menschen scheinbar Gedanken machen, wenn sie spicy unterwegs sind. Also ich mache mir da in der Regel weniger Gedanken. Aber natürlich muss man das uns Lesern ja irgendwie nahe bringen. Würde ja nichts bringen, wenn sie sich alle anschweigen, die Augen schließen und einfach nur genießen, was will man dann schreiben. Na, das ist natürlich ein bisschen weniger. Insgesamt ein guter Liebesroman mit ein paar Schwachstellen, mit dem wirklich highlightigen ersten Drittel. Leider hat das dann so ein bisschen nachgelassen. Dann, wohl das meistgehypteste Buch irgendwie jetzt in letzter Zeit, Fourth Wing von Rebecca Yarros, hat schon einen Hype erfahren, bevor es überhaupt erschienen ist, weil es diesen wunderschönen Buchschnitt hat. Ich weiß gar nicht, ob es im englischsprachigen BookTube schon so gehypt wurde. Ich wusste von dem Hype überhaupt nichts. Ich hatte es auf der Leseliste, bin einfach los, habe es mir gekauft und im Nachgang habe ich mitgekriegt, was wie schnell die erste Auflage weg war, dass Vorbestellungen nicht funktioniert haben, wie viele Leute da auf einmal Fourth Wing sozusagen haben und lesen wollten, aber ja, mir ging es in dem Buch um Drachen, darauf habe ich mich besonders gefreut, natürlich hat mich auch das wirklich schöne Cover angesprochen und ich fand dann auch den speziellen Buchschnitt richtig schön, obwohl ich jetzt nicht so anfällig dafür bin. Wir haben auch, wenn wir die Klappe, also wenn wir die das Cover wegmachen, ein wunderschönes Cover und es gibt auch innen drin eine richtig toll gestaltete Karte, wo man sich dann die Welt wirklich wunderbar vorstellen kann. Ich hatte mich hier auf den Auftakt der Trilogie sehr, sehr gefreut und Band 2 ist auch schon im Dezember angekündigt. Und ich kann schon sagen, ja, auch ich werde Band 2 definitiv lesen. Wir treffen auf die 20-jährige Violent, die eigentlich Schriftgelehrte werden wollte wie ihr Vater. Dieser hat sich aber nach dem Tod des Bruders, also ihres Bruders, seines Sohnes, so ein bisschen von der Familie abgewendet, ist dann selbst verstorben. Und ihre Mutter, sie ist Generalin von Bastiat, möchte jetzt, dass sie Flieger wird, wie eben der Bruder und auch die ältere Schwester. Es gibt aktuell 20 Drachen, die gebunden werden können, die bereit dafür sind. Allerdings gibt es dreimal so viele Anwärter, die eben auch Drachenreiter werden können. Dann gibt es ein ganz schönes Zitat. Ein Drache ohne seinen Reiter ist tragisch, ein Reiter ohne seinen Drachen ist tot. Denn es gibt eine spezielle Verbindung zwischen Reiter und Drachen. Zum einen leidet der Drachen, wenn der Reiter stirbt, aber wenn der Drache stirbt, dann lebt der Reiter eben auch nicht mehr lange. Durch diese magische Verbindung, die diese Bestärkung der menschlichen Magie, die die Drachen eben geben, ist der Bund eben so stark, dass dann ein Überleben nicht möglich ist. Wir sind hier im ersten Schuljahr an der Bastiat War College, am Bastiat War College und es gibt wahnsinnig viele Aufgaben, die eben bis zum Tode vorankommen können und wer es eben nicht schafft, hat Pech gehabt und es ist eben einfach tödlich, da auf die Schule zu gehen. Man schreckt auch nicht davor ab, sich gegenseitig Fallen zu stellen oder ja auch ganz offen den Kampf anzukündigen und Violent bekommt ein paar Tipps von ihrer Schwester und soll sich dann eben auch an den früheren Freund gemeinsam halten, trifft dann auf Xaden, der Sohn eines hingerichteten Staatsfeindes ist. Er ist Geschwaderführer und ich glaube 2 oder 3 Jahre älter, 2 Jahre glaube ich weiter als sie, ist jetzt im letzten Schuljahr und sie soll sich eigentlich von ihm fernhalten, was aber dann gar nicht so einfach ist. Für mich war es eine wahnsinnig spannende Jugendfantasy mit vielen überraschenden Wendungen und auch wirklich guten, innovativen Ideen. Für mich hätte es definitiv das Romance ein bisschen weniger gebraucht und es war jugendlicher, als ich es erwartet habe. Also ich hatte tatsächlich eher High Fantasy erwartet. Ich weiß gar nicht, mir war nicht so richtig, also ich habe es wahrscheinlich einfach zu unaufmerksam gelesen. Es gibt ja auch eine Empfehlung von der Autorin, die Crave geschrieben hat, ne? Hier vorne von Tracy Wolf. Da hätte ich vielleicht schon irgendwie sagen können, epische Liebesgeschichte. Weiß ich gar nicht, ob ich dann so zu dem Buch gegriffen hätte. Aber ich bin froh, dass ich es getan habe, auch wenn ich mir einfach was Erwachseneres vorgestellt hätte. Der Schreibstil von Rebecca Yarros ist spannend, packend, ist flüssig. Wir haben ein wunderbares Worldbuilding, zumindest von den Dingen, die uns erzählt werden. Es werden aber leider relativ wenig Dinge erzählt. Es hätte für meinen Geschmack ein bisschen ausschweifender sein können. Es hätte auch mehr geschichtlich sein können. Ich hätte gern früher ein bisschen mehr erfahren über die Rebellion, was das Problem ist, warum es überhaupt Rebellen gibt und so weiter. Das hat mir ein bisschen gefehlt, aber die Schule an sich, auch die Charaktere, die Drachen sind wunderbarst beschrieben, auch die Verbindung, die Magie, das ganze System, richtig, richtig toll. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen, auch wenn ich mir manche Informationen einfach früher gewünscht hätte. Violent ist eine, finde ich schon, sehr besondere
Protagonistin, gerade auch in der Jugendliteratur, weil sie ist sehr offen, sie ist humorvoll, sie ist wahnsinnig schlau, sie ist sehr loyal und an mancher Stelle auch sehr zynisch, was ich richtig, richtig gelungen finde. Das hat man ja dann doch eher in der erwachseneren Literatur. Und ich fand es toll, dass sie nicht alles hat mit sich machen lassen. Also, dass dieses Toxische, was ja in vielen Jugendbuchbüchern drin ist, hier zum Glück nicht irgendwie Anklang findet. Ich fand auch, dass sie sich selbst gegenüber sehr häufig wahnsinnig ehrlich war, also sich auch wirklich selbst die nackte Wahrheit ins Gesicht gesagt hat und gedacht hat. Und das habe ich auch richtig, richtig toll gefunden, dass es hier gar nicht irgendwie zu Verwirrungen, Verwicklungen oder Dingen kommt, weil sie sehr klar eigentlich kommuniziert hat, was ich sehr gut fand. Und dass sie sich auch nicht ständig von ihren Gefühlen hat leiten lassen. Natürlich war irgendwann ist der Punkt gekommen, wo uns sich natürlich eine Liebesgeschichte erzählt. Aber trotzdem hat sie an ihrer Arbeit gearbeitet, an ihrer Aufgabe und war hier wirklich hinterher. Das hat mir sehr gut gefallen. Sie agiert aber nicht immer, finde ich, wie eine 20-Jährige. Ich hätte sie, hätte ich das nicht gewusst, vielleicht sogar eher auf 16 geschätzt. Also durchaus jugendlicher als ich es irgendwie mit 20 jetzt irgendwie erwartet hätte. Xaden soll ja in dieser Geschichte der Bad Boy, die Gegenfigur sein und er will sie auch anfangs töten, aber ich fand ihn sehr gelungen, muss ich wirklich sagen. Also ich mochte die Charaktere rundherum sehr gerne. Manche bleiben ein bisschen blasser, andere wie auch ihre beste Freundin oder dann auch ja, die Hintergrund ja, gestalten, die ein bisschen weiter vortreten, sind sehr, sehr gelungen. Und auch Xaden ist schon ein Charakter, ja, den ich durchaus sehr ins Herz reingelassen habe. Also ja, muss ich ehrlich gestehen. Was ich besonders toll fand, war einfach das ganze Magiesystem, wie das funktioniert, wie die Drachenkommunikation und diese Bindung funktioniert. Ich mochte dann auch, als es zu dieser Drachenauswahl kommt, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich hatte da wirklich erst totale Spannung, dann Gänsehaut und ich war da wirklich total berührt und begeistert. Das hat mir super gut gefallen. Ich mochte auch so diese Rebellion, die sich dann so ein bisschen zeigt und wir ein bisschen mehr erfahren. Und ich fand es auch super spannend, was es für Kampfaufgaben gab, was natürlich vielleicht irgendwie ein bisschen an Panem erinnern kann. Allerdings sind hier in der Regel die Jugendlichen ja freiwillig und nicht, weil sie als Tribut im Grunde gefordert werden. Das ist immer so eine andere Motivation ja, der Jugendlichen, der Kinder. Ich habe einen sehr großen Kritikpunkt, allerdings nicht an der Geschichte, sondern an der deutschen Übersetzung. Das muss ich wirklich sagen, die Schreibfehler in diesem Buch waren eine Katastrophe. Innerhalb der ersten 20 Seiten sind mir Minimum 5 Schreibfehler aufgefallen und es hat sich wirklich so durchgezogen. Es gab gefühlt keine Stunde, in der ich nicht 5 Fehler entdeckt habe und hätte ich gewusst, dass es so viele Fehler gibt, hätte ich sie markiert. Ich fand es wirklich wahnsinnig schlecht, was hier wie schlampig am Ende vielleicht auch gearbeitet wurde. Ja, es kann Schreibfehler geben, ja, gibt es auch in anderen Verlagsbüchern, aber in dieser Masse habe ich das noch nie erlebt. Es wird immer über Self-Publisher gelästert. Ich hatte noch kein Self-Publisher-Buch, in dem die Grammatik, die Schreibfehler so sich gehäuft haben wie in diesem Buch. Es ist egal, ob Satzzeichen doppelt sind, ob Wörter innerhalb des Satzes vertauscht sind, ob Wörter doppelt sind, ob einfach ein Wort mitten im Satz fehlt, ob Leerzeilen, also diese Leerzeichen, nicht eins sind, sondern manchmal 5 und man sich fragt, sich fehlt da jetzt irgendwie ein Wort. Es gab Themen mit dem I, mit dem kleinen I, dass da sehr häufig der Punkt gefehlt hat. Ja, kann natürlich an der Druckmaschine liegen, aber das fand ich total merkwürdig. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es so schnell herauskommen musste. Ich hoffe für alle, die vielleicht die zweite oder dritte Auflage haben, dass das sich verbessert. Aber das fand ich wirklich Katastrophe. Das für ein Buch, was 24 € kostet, was aus einem namhaften Verlag wie dem BTV-Verlag kommt, fand ich das wirklich, also das ist mir noch nie, nie, nie untergekommen. Kommen, muss ich ehrlich sagen. Dann eine kleine Kritik an der Geschichte bzw. der Idee. Und zwar habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum man Reiter, Drachen, Reiter, Anwärter überhaupt töten muss. Ich verstehe das nicht, wenn man Krieger braucht für den Kampf an der Front, es herrscht schließlich Krieg, warum ich dann fähige Menschen, fähige Jugendliche, egal ob sie am Ende einen Drachen reiten oder nicht, warum ich die im Grunde bis zum Tode quäle, warum ich solche Aufgaben habe, dass Leute abstürzen, dass Leute sich gegenseitig umbringen, warum ich das irgendwie toleriere. Das habe ich nicht verstanden, warum ich die Jugend meines Landes opfere. Ich hatte gehofft, dass das irgendwie eine Erklärung findet, aber
Ja, nur weil man sagt, es gibt 100 Drachen und 300 Anwärter, dann machen halt die 200 irgendwas anders. Also dann hat man eben Fußsoldaten oder keine Ahnung. Also das habe ich tatsächlich nicht verstanden. Das wurde für meine Begrifflichkeit auch nicht irgendwie aufgelöst. Das wäre so mein Kritikpunkt tatsächlich an der Geschichte, die ich einfach nicht verstanden habe. Und was ich einfach großartig fand, waren einfach die Drachen und die Drachenkommunikation. Und das hat Rebecca Jarus richtig, richtig gut hingebracht. Also ja, fast ein Highlight, hat mir sehr gut gefallen, aber ich denke, ich werde auf jeden Fall auch den zweiten Band bei Erscheinen lesen, werde aber keine Jagd nach irgendwie einem Sonderbuch machen, sondern ich glaube, für mich reicht, wenn der erste Band jetzt stellvertretend für die Reihe im Regal steht. Und ich vermute, wenn das so spannend und großartig wie im letzten Drittel weitergeht, dass der zweite vielleicht tatsächlich ein Highlight werden könnte. Insofern dann auch die deutsche Grammatik ihre Anwendung findet und vielleicht noch mal jemand drüber liest. Und ich möchte das gar nicht so schlecht reden und mir tut das auch wahnsinnig leid, aber wenn ich als Leser alle 10 Seiten über irgendwas stolpere und es mich innehalten lässt, das finde ich, dabei bin ich noch nicht mal monkisch oder habe, also in dieser Beziehung, oder habe da besonders drauf geachtet. Also ja, finde ich wirklich schade. Dann habe ich den Monat über In Targaryen von George R. R. Martin gelesen. Der Aufstieg des Drachen, die illustrierte Geschichte einer Dynastie. Und das ist das erste Buch. Und wie man sieht, ist es wirklich riesen, riesengroß. Es ist die illustrierte Schmuckausgabe, die mir vom Verlag auch zur Verfügung gestellt wurde. Umfasst im Grunde die Geschichte von Feuer und Blut, das 2018 erschienen ist. Also als im Grunde noch Game of Thrones lief, bevor überhaupt die Serie House of the Dragon ja zumindest gestartet ist. Ich fand es damals wahnsinnig langweilig. Ich fand es sehr geschichtlich erzählt. Ich fand es sehr trocken. Ich fand es wirklich nicht gut, habe es damals auch abgebrochen, habe mich jetzt aber hier drauf gefreut, weil es eben bebildert ist und auch der Stil definitiv unterhaltsamer ist. Ja, es ist eben der erste Teil der Dynastie rund um die Targaryens von den Anfängen auf Westeros bis ja, irgendwann eben in der Mitte der Dynastie. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Und mich hat es wahnsinnig gut unterhalten. Es gibt viele, viele Details zu den Targaryens, zu ihrem Ankommen auf Westeros, zu ihrer Herrschaft, zu den Verstrickungen, Intrigen, Liebschaften, zu den Traditionen, will ich es jetzt einfach mal nennen. Und mich hat es wahnsinnig gut unterhalten. Es ist voller Action und auch spannender Geschichte. Also wäre denn mal Geschichte, wie sie mir in der Schule erklärt wurde, so spannend erzählt worden wie in diesem Buch. Ich glaube, dann wüsste ich noch einiges mehr von dieser Welt, wo ich damals einfach im Unterricht abgeschalten habe. Es ist eben schon viel Theoretisches mit spannender Geschichte und auch tollen Bildern gemixt, was sich sehr gut hat lesen lassen und natürlich auch anschauen lassen. Ich fand wirklich faszinierend, was alles passiert ist, was sich auch George R. R. Martin zu einem klitzekleinen Haus ja eigentlich, also es ist ja nur ein Haus von vielen in Westeros, was wir aus Game of Thrones kennen, was sich George R. Martin da hat einfallen lassen und man merkt seine Begeisterung für dieses Drachenhaus, nennen wir es mal so. Also auch George R. Martin ist ja ein großer Drachenfan, da schließe ich mich komplett an und ich finde es toll, was er hier für viele Details hat. Also ich wünschte mir, er würde so viel Liebe auch in Band 6 und 7 von Das Lied von Eis und Feuer stecken, sodass wir das irgendwann nochmal lesen können, aber ja, er schreibt dann lieber eben die Geschichtsbücher der Targaryens. Die Illustrationen sind wunderschön. Also das muss man wirklich sagen. Es ist wirklich großartig gezeichnet von Linda Antonsson, glaube ich, hieß sie Antonsson, die hier die Illustrationen gemacht hat. Und das muss ich wirklich sagen, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und ja, hier stand jetzt von bis. Von der ersten Hälfte Epoche, von Aegons Eroberung bis zum Ende der Regentschaft von Aegon dem Dritten, dem Drachentod. Und ich finde es eine tolle Mischung. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Mir war es an mancher Stelle einfach zu viel. Das muss ich wirklich sagen. Es gibt hunderte Aegons und Daegons und Daemons und Drache 1, 2 und 5. Und irgendwann denkt man sich, habe ich das, war das, gab es den nicht schon? Ach nee, der war früher. Also ich bin da, also ich fände es ein bisschen angenehmer, wenn die Leute unterschiedlich hießen. Aber wenn man natürlich den Adel beobachtet, auch in unserer Vergangenheit, merkt man natürlich, dass manche Namen natürlich immer wieder vorkommen. Und ich glaube, es ist auch schwierig, Ludwig den 13. vom 15. Gar zu unterscheiden, ne? Also wenn man da nicht tiefer in der französischen Geschichte drin ist. Ja, alles in allem wirklich sehr empfehlenswert. Man muss aber schon
ein Targaryen-Fan sein, beziehungsweise das Lied von Eis und Feuer toll finden. Egal ob Bücher oder Serie. Man sollte auch House of the Dragon gut finden, glaube ich einfach. Dann macht das hier auch Spaß. Irgendwann wird es natürlich dann auch zu den Spoilern kommen, zur Serie. Aber ich werde mich dann in der Serie sowieso an nichts mehr erinnern. Aber mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Ich fand es richtig unterhaltsam und kann es daher nur empfehlen. Und das waren sie jetzt, die ersten 7 Bücher im Juni. Also ein richtig, richtig guter Start. Eine gute bis Mitte oder ein bisschen über der Mitte sind wir. Und ich hatte auf jeden Fall Lesespaß und bin gespannt, was der Monat noch bringt. Und wir beginnen mit dem 8. Buch Upgrade von Blake Crouch. Mal wieder ein bisschen Science-Fiction-Thriller, wie ich ihn ja sehr, sehr gerne zwischendurch lese. Ich habe von Blake Crouch die Wayward Pines-Reihe sehr geliebt. Ich fand die wirklich großartig. Ich mochte Dark Matter. Ich mochte die gestohlenen Erinnerungen. Ich fand das ganz, ganz tolle Geschichten. Super spannend, super packend. Kann ich auch wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Ich habe das hier als Hörbuch gehört, gesprochen von Nils Nillessen. Ich habe tatsächlich nachgeguckt, woher ich den Namen kenne, und er spricht wohl das ein oder andere Markus Heitz-Buch von früher. Und dementsprechend, glaube ich, habe ich da seine Stimme schon mal gehört. Ich fand, er hat gut in diese Szenerie gepasst, in diesen Thriller gepasst, er hat es spannend erzählt. Da auf jeden Fall keine negativen Gedanken dazu. Ja, wir sind irgendwo in naher Zukunft und die größeren Städte sind alle im Wasser versunken. Ernten sind ausgefallen und auch viele Milliarden Menschen sind eben verhungert, verdurstet, sind auf der Flucht. Und es gibt aber bei den restlichen übrig gebliebenen Menschen kein so richtiges Umdenken, denn sie finden immer noch, dass alles so, wie es jetzt ist, einfach richtig ist, und die anderen haben eben irgendwie auch Pech gehabt. Es gibt aber so eine Handvoll Wissenschaftler, die aber zum Umdenken anregen wollen, die etwas ändern wollen, unter anderem auch Logan Ramsay. Und da muss ich sagen, immer wenn ich Ramsay höre, muss ich an Ramsay Bolton aus Game of Thrones denken. Ist total schrecklich. Ich hatte auch anfänglich Ramsay Bolton vor Augen sozusagen, also den Schauspieler, als ich an Logan Ramsay dachte. Also es löst in mir eigentlich großes Grauen aus, aber hier war es dann okay. Also es hat dann doch auch ganz gepasst. Also wenn man... Man muss den Charakter immer vom Schauspieler so ein bisschen trennen, aber das ist so random. Der möchte eben etwas verändern und der infiziert sich aber dann so bei der Suche nach Lösungen mit einem unbekannten Virus. Und dieser macht ihn keinesfalls krank, sondern überraschenderweise stärkt er ihn. Er macht ihn schneller, stärker, kräftiger und auch das Nachdenken, das Überlegen, das Handeln geht viel, viel, viel schneller. Und er muss sich natürlich auf Flucht begeben, denn es ist recht schnell klar, dass hier irgendwas nicht so richtig mit ihm stimmt. Und muss auch schauen, wie er es schafft, die weitere Menschheit dann im Grunde eigentlich zu retten. Ja, so ein bisschen kurz angerissen. Es war für mich wirklich ein sehr spannender Science-Fiction-Thriller mit wahnsinnig klugen, ausgefeilten Ideen. Es gab einige unerwartete Wendungen. Ich fand aber den Start tatsächlich sehr holprig. Und das Umherwerfen mit Fachbegriffen, das fand ich tatsächlich auch ein bisschen schwierig und minderte auch so ein bisschen meinen Hörflow. Das muss ich ganz klar sagen, wenn man immer wieder so verdutzt irgendwie da sitzt und denkt, was meint er? Und man googelt ja dann doch nicht irgendwie alles. Fand ich tatsächlich ein bisschen anstrengend. Ja, der Schreibstil ist gewohnt gut von Blake Crouch. Ich fand den Einstieg sehr holprig. Also auch innerhalb... so vielleicht die ersten 3-4 Stunden, was vielleicht, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel Prozent waren, da dachte ich immer, Mensch, was ist hier, was passiert hier? Ich fand es nicht so richtig rund, ich bin nicht in den Flow gekommen, ich konnte die Geschichte nicht so richtig greifen, ich hatte mit dieser Weltanschauung so ein paar Probleme, und dann war man aber irgendwann drin und dann hat es Klick gemacht. Für meine Begrifflichkeit zum Glück noch nicht zu spät, also ich war noch nicht so weit, dass ich irgendwie gedacht habe, ich breche das ab, hatte aber dann auch immer wieder das Thema mit den Fachbegriffen. Und das sind so meine 2 Kritikpunkte am Stil, der sonst wirklich sehr spannend war, man sehr mitgerissen dann wurde und auch wirklich diese Action, die wirklich so ab der Mitte losgeht, die ich wirklich großartig fand, aber der Start und die Fachbegriffe, das hätte man meiner Meinung nach so ein bisschen smoother, einfacher, leichter irgendwie gestalten können. Ich fand es sehr gesellschaftskritisch und fand
Das auch richtig gut. Es gab einige Dinge, die mich auch sehr geschockt haben und auch so schockiert zurückgelassen haben und auch wirklich zum Nachdenken angeregt haben. Ich meine, es gibt ein Problem auf dieser Welt und dem werden wir nicht Herr. Wir wollen den auch gar nicht so Herr werden. Und man wird immer diese Menschen finden, die denken nach ihnen die Sinnflut. Und das hat man hier eben auch. Und das ist auf jeden Fall hier auch angekommen. Mir fehlten so ein bisschen Informationen zu der Welt, wie diese aussieht, wie die Natur zum Beispiel auch reagiert hat, wie vielleicht auch die Landesoberhäupter und so weiter. Sowas war ein bisschen wenig vorhanden. Und auch was so ein bisschen die Tiere angeht, vielleicht auch die Meereslandschaft, die Vögel und so weiter. Das wurde ein bisschen außen vor gelassen. Man hat jetzt natürlich hier keinen Umweltthriller. Das ist natürlich, ja, das wäre definitiv nochmal was anderes. Aber da hätte ich mir so ein bisschen Futter für die bildhafte Vorstellung gewünscht. Logan war, obwohl er einen etwas erschreckenden Nachnamen hat, durchaus sehr sympathisch. Ich habe mit ihm auch sehr viele Gedankengänge teilen können. Ich hatte ganz oft Momente, wo ich dachte, ja, genau, so würde ich auch reagieren, so würde ich auch denken. Oder er mich sogar eine Stufe noch weitergebracht hat und er dann Gedankengänge weitergedacht hat und mich dann auch mitgenommen hat. Das fand ich richtig gut. Wirkte manchmal ein bisschen wirr und verloren, aber ich glaube, das würde man eben auch einfach sein, wenn man das erlebt, was er erlebt hat, muss man ganz klar sagen. Ja, alles in allem ein solider und auch wirklich schnell erzählter Science-Fiction-Thriller, der wirklich spannend war, ab der Mitte sehr actiongeladen war, tolle Wendungen hatte, spannende Ideen, ja, auch wirklich dieses zum drüber nachdenken richtig, richtig gut. Und wer sich so am Anfang durch die Holprigkeit durchkämpft, durcharbeitet, wird da definitiv auch seinen Lesespaß haben. Dann ging es für mich tatsächlich in meinem Urlaub mal in die Bücherei und ich war schon viele, viele Jahre nicht mehr in der Bücherei, aber ich habe jemanden bei seiner mittleren Reife geholfen, bei der deutschen mündlichen Prüfung und zwar der Tochter von einer lieben Freundin von mir und wir mussten Bertolt Brechts Der gute Mensch von Sesuan lesen und ich habe vor zig Jahren, also wie ich so meine Klassikerphase wahrscheinlich so mit Anfang 20 hatte, auch zwei Bücher von Brecht gelesen, zum Beispiel die Drei-Groschen-Oper oder auch das Leben des Galilei, glaube ich, heißt es. Und ich kenne Der gute Mensch von Sesuan als Theaterstück, weil wir das mal irgendwann in der Schule auch als Film angeschaut haben. Also den kann man sich, glaube ich, auch auf YouTube angucken. Und wir waren eben in der Bücherei. Ich habe dann auch noch ein anderes Buch mitgenommen und haben uns hier dann eben auch natürlich Bertolt Brecht mitgenommen. Und Bertolt Brecht stellt im Grunde die Frage, ja, wie soll man ein guter Mensch auf dieser Welt sein? Denn wir treffen eben in Sesuan herrscht Armut und wir treffen da auf einen Wasserträger, der immer zu den Göttern betet und irgendwann kommen drei Götter und die suchen eben den guten Menschen hier und er sucht dann eben eine Unterkunft und findet diese dann nur bei einer Prostituierten und dann für ihren Dank erhält sie sozusagen von den Göttern ein Startkapital, kann sich dann davon einen Tabakladen kaufen und wird aber dann auch ausgenutzt und muss dann eben auch so ein bisschen einen Rollenwechsel vollziehen sie stellt sich eben immer die Frage, wie kann man, wenn man nach den Geboten von Gott lebt, ein guter Mensch sein, wie kann man das machen, ohne dass man sich komplett selbst aufgibt und ja, wir haben hier schon eine sehr gesellschaftskritische Geschichte von Brecht und ich glaube, das war damals schon so ein bisschen was durchaus auch zum Aufregen geführt hat. Ich glaube, es gab ja auch erst das Theaterstück, was uraufgeführt wurde in der Schweiz und erst, ich glaube, weit in Mitte 53, 55, oder? Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, kam dann eben überhaupt auch erst die Geschichte sozusagen von ihm raus. Und es ist im Grunde wirklich das Theaterstück in Buchform. Wir haben keinen klassischen Roman als Erzählung, keine Dialoge, sondern eigentlich nur die Dialoge. Es ist schon ein bisschen anders zu lesen, man muss sich daran gewöhnen. Ich fand es aber gar nicht schwierig. Ich fand es tatsächlich einen sehr leichten, zugänglichen Stil. Was mir aber wahnsinnig gefehlt hat, waren einfach Emotionen, Gefühle, Gedanken, was die Menschen irgendwie so nebenbei, neben dem Gesagten auch irgendwie ausmachen. Auch sind die alle sehr kurz angebunden und es gab kaum Spannung. Es war sehr langweilig dafür, dass es nur, keine Ahnung, ich glaube 160 Seiten hatte. Wir haben uns danach mit das ganz schön gequält, haben wirklich so nach zwei, drei Kapiteln immer mal irgendwie so eine kurze Pause gemacht, auch mal ein Eis gegessen und es war nicht wirklich gut.
Ich finde schon spannend, wie Bertolt Brecht hier Kritik am Kapitalismus und auch am Christentum äußert und gehe da in vielen Dingen durchaus mit, besonders auch dieses Ende, was ja mehr oder weniger auch offen ist, finde ich tatsächlich ganz gut gemacht und auch dann, wie immer mal so das Publikum eingebunden wird. Auch die verschiedenen Menschen, die wir kennenlernen, die auch immer mal Kontakt zu uns aufnehmen, mit uns als Publikum sprechen. Aber ich wurde nicht so richtig mit irgendwem warm. Ich konnte da wirklich kaum eine Bindung auffinden. Es gab eben auch einfach keine Emotionen, die man irgendwie mitgefühlt hätte. Also fand ich ein bisschen sehr trocken, ein bisschen sehr runtergeschrieben. Und man merkt halt, dass das Theaterstück natürlich von Schauspielern lebt, die eben in ihre Gesichter Mimiken und Gestiken und Gedanken und irgendwas einbauen können, was halt eben ja, in Buchform einfach nicht geklappt hat. Aber es war mal wieder ein Klassiker, seit langer, langer Zeit mal wieder was gelesen. Ja, mir fiel dann aber doch wieder ein, warum ich damals von Brecht nicht mehr gelesen habe, weil ich glaube, mir haben die anderen beiden Geschichten auch nur so bedingt gefallen und ich deswegen dann doch eher zu anderen Klassikern gegriffen habe. Ja, sollte man vielleicht öfter mal lesen, aber jetzt können wir mal so einen Haken dran machen. Dann habe ich mir von der lieben Freundin ausgeliehen, Das Wunder von Narnia von C.S. Lewis habe ich vor zig Jahren mal gelesen und ich kam, glaube ich, so auch noch zu Band 2, habe die Filme, ich glaube, nur so bedingt gesehen und ist der Auftakt, ich glaube, das sind 7 Bände und ich weiß gar nicht mehr, warum ich damals abhanden kam, aber da war ich wahrscheinlich auch so, ja, Ende der 10er Jahren, kurz vor den 20ern und wahrscheinlich auch so zur Zeit, wie Harry Potter dann irgendwie aufkam und ich kann mich aber nicht mehr so richtig dran erinnern, ich kann mich auch nicht mehr so richtig an meine Meinung erinnern und dachte, so, hier, das Buch liegt rum, meine Freundin hat die ganze Reihe vor sich liegen, fangen wir doch mal an. Und wir treffen im ersten Teil auf Diggory und Polly, die beide in England leben und Nachbarn sind und Diggory ist zusammen mit seiner sehr schwerkranken Mutter auch kürzlich erst zu der Tante gezogen, auch der Onkel lebt dort. Und ja, er geht da natürlich so ein bisschen auf Kundschaft, trifft dann eben auch auf Polly und irgendwann beschließen sie, die geheimen Gänge irgendwie im Haus zu erkunden und landen dann eben in einem verschlossenen, verwinkelten Zimmer und denken auch erst, sie sind da allein. Das sind sie aber nicht, denn der Onkel von Diggory wartet dort und er möchte unbedingt, also der sehr merkwürdige Onkel, er möchte unbedingt etwas ausprobieren und benutzt dazu jetzt Polly und dann auch Diggory und er schafft diese beiden in eine Zwischenwelt, denn er hat irgendwas entdeckt, mit dem man eben ja in eine fantastische Zwischenwelt erstmal reisen kann und dann gegebenenfalls eben auch von dort noch weiter reisen kann. Und er erklärt zum Glück auch noch, wie man irgendwie zurückkommt, was natürlich wichtig ist. Ja, dort angekommen treffen sie auf eine sehr, sehr böse Hexe, die alles im Grunde irgendwie in ihrem Reich vernichtet hat und mit allen anderen Reichen weitermachen möchte. Und irgendwann, spielt natürlich auch Narnia eine Rolle. Es ist eine sehr schöne Fantasy-Geschichte für Kinder. Ich glaube, wenn man Kind ist, wenn man 10, 12 Jahre alt ist, ist das wirklich eine bezaubernde Geschichte, die richtig schön ist. Man wird sehr langsam in diese Welt hineinbegleitet. Man hat vom Stile her auch sehr kindliche, ja, Gespräche, Gedanken, Formulierungen und es ist manchmal vielleicht sogar zu albern, wenn man erwachsen ist. Ich glaube aber, als Kind hätte ich das tatsächlich lustig gefunden und hätte wahrscheinlich auch mitgeschmunzelt, mitgelacht. Für mich war es doch an mancher Stelle ein bisschen langweilig, das muss ich auch ganz klar sagen, weil es einfach ein bisschen zu wenig Spannung gab. Es ist gefühlt manchmal über Seiten hinweg nicht viel passiert, außer dass sich darüber Gedanken gemacht wurde, wie es weitergehen würde, bevor man einfach weitergeht. Der Schreibstil ist sehr kindlich, sehr einfach, war auch absolut in Ordnung, muss ich ehrlich sagen, bin ich ganz gut durchgekommen. Es wiederholt sich meines Erachtens auch so einiges. Der Autor ist sehr häufig in Beschreibungen, in den Wiederholungen drin, also irgendwann habe ich auch verstanden, wie die Hexe aussieht, weil es einfach häufiger erklärt wurde. Das fand ich an mancher Stelle ein bisschen nervig. Es war einfach auch an mancher Stelle viel zu wenig Spannung. Also es wurde einfach so sehr monoton erzählt, sehr neutral, wenig Emotionen, auch wenig Gefühle, was das Gleiche ist, Steffi. Aber ich fand das manchmal tatsächlich ein bisschen langweilig. Ich fand die Kinder tatsächlich ganz sympathisch. Sie agieren einfach kindlich und auch kindisch, was ich gut fand, was mir auch Spaß gemacht hat. Und ich fand auch schön, dass wir ihren Blick auf die Welt immer mal so ein bisschen erhascht haben, weil ich das tatsächlich ganz schön finde, weil Kinder eben auf die Dinge auch nochmal ein bisschen anders blicken. Die Nebencharaktere
Ach ja, fand ich ein bisschen blass, fand ich ein bisschen flach, konnte man gar nicht so greifen, konnte man gar nicht so bildhaft irgendwie vor sich sehen, was ich echt schade fand. Gerade auch dieser etwas schrullige Onkel, der kam meines Erachtens ein bisschen kurz. Alle anderen Nebencharaktere von der kranken Mutter über die Tante, über die Eltern von Polly und so, das war einfach ein bisschen wenig. Also ja, das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Was ich wirklich besonders gelungen fand, war einfach diese Zwischenwelt. Ich fand auch die Idee mit dieser Hexe, die dann eben auch Anlass war. Ja, so ein bisschen zu der Entstehung von Narnia, das fand ich richtig gut gemacht. Wenn da der Löwe auftaucht, großartig, da konnte ich mich auch noch ein bisschen dran erinnern. Das war für mich auch wirklich sehr bildhaft und sehr gut gelungen. Also da hatte ich durchaus so ein bisschen auch die unendliche Geschichte-Vibes, na, wenn man da dann eben versteht, dass man selbst eben Bastian ist und oder Bastian eben auch Teil der unendlichen Geschichte ist. Und das kam dann auch so ein bisschen rüber. Also ich möchte schon gerne weiterlesen. Ich habe jetzt nicht direkt weitergemacht, aber werde jetzt vielleicht einfach mal, wenn ich irgendwo so meine Leselücke habe, einfach sagen, so das nächste kurze Buch für zwischendurch ist hier auf jeden Fall dabei. Es war eine schöne Geschichte. Ich glaube einfach als Kind tatsächlich hätte es mir, glaube ich, tatsächlich besser gefallen. Und das zeichnet halt, und ich mag Vergleiche nicht immer, aber es zeichnet halt tatsächlich schon so ein bisschen Harry Potter aus. Dadurch, dass man das eben selbst als Jugendlicher erlebt hat, nimmt man das einfach mit. Ich glaube auch, weiß auch nicht, ob mir Harry Potter heute gefallen würde, wenn ich es zum ersten Mal lesen würde. Na, das ist immer so ein bisschen, was man damit impliziert, was man für ein Gefühl hat. Und ja, dementsprechend war es ein okayes Buch und ein okayer Auftakt für eine Reihe. Ja. Dann sind wir nochmal bei meiner Büchereiausbeute. Und zwar habe ich mir Frankie mitgenommen von Jochen Gutsch und Maxim Leo. Ist eine Empfehlung einer lieben Freundin, Melanie. Grüße gehen raus. Und sie hat mir davon vor einiger Zeit erzählt. Mir persönlich war das Buch aber tatsächlich einfach zu teuer. Ich stand einige Male vor dem Hardcover, was ich glaube, 22 Euro für so ein ganz dünnes Büchlein einfach gekostet hat. Ich glaube, keine 200 Seiten. Und auch der E-Book-Preis war nicht viel günstiger. Dann hatte ich noch mal so ein bisschen mit dem Hörbuch überlegt, aber dann habe ich es eben zufällig in der Bücherei gesehen und dachte, okay, ich nehme es mit. Und da ich jetzt aber ja natürlich die Büchereibücher schon abgegeben habe, habe ich euch ja vermutlich auch Brecht und jetzt Frankie auch einfach schon mal eingeladen, weil die Bücher jetzt natürlich schon auch zurückgegeben sind. Ja, wir treffen in der Geschichte auf Richard Gould, der ja kurz davor steht, sich mit einem Strick zu erhängen. Und ja, der Strick liegt schon bereit, er hat die Stühle schon hingestellt und dann beobachtet er aber, wie ihn eine Katze aus dem Fenster beobachtet. Und ja, die Katze ist Frankie. Und ja, Frankie sucht nach einem neuen Zuhause, seitdem das letzte Frauchen verstorben ist oder ins Krankenhaus gebracht wurde. Und ja, er stellt sich dann auch offen vor. Das heißt, die Katze in dieser Geschichte spricht ganz offen mit dem Menschen. Und ja, so führen die beiden einen etwas merkwürdigen WG-Alltag. Und wir erfahren natürlich auch, wie Frankie zu seinem Namen kam, wie er zu seiner früheren Besitzerin kam, warum er jetzt eigentlich streunend ist, warum er ein neues Zuhause sucht und ob er dann am Ende auch das ja, zu Hause im Grunde auch gefunden hat. Und wir erfahren natürlich auch, was mit Richard los war, warum er sich umbringen wollte, was so mit seinen Stimmungsschwankungen ist und ja, warum er an manchen Tagen eben nicht aus dem Bett kommt. Ich bin ein großer Fan von Geschichten, in denen Tiere eine Rolle spielen. Und ich habe auch gar kein Problem damit, wenn Tiere wie Menschen sprechen, handeln so bedingt, aber wenn sie mit uns sozusagen Kontakt aufnehmen und auch sprechen. Ich glaube aber, man muss es wirklich gut finden, man muss das mögen, weil sonst regt man sich wahrscheinlich darüber auf, wie die Katze spricht, welche Begrifflichkeiten sie benutzt und ähnlichem. Ich glaube, man muss da einfach offen sein, das einfach mal ausprobieren. Wenn man aber von vornherein weiß, dass das einen nerven wird, dass die Katze mit einem spricht, ja, wird es ein bisschen schwierig. Die Katze hat mich sehr auch an meine eigenen vier Beiner erinnert, auch die Gedanken, die da durchaus wahrscheinlich vorkommen. Ich denke mir manchmal, ja, meine Katzen könnten Ähnliches denken. Und dementsprechend mochte ich die Geschichte natürlich sehr, sehr, sehr gerne. Und ich fand es auch toll, wie menschliche Dinge hinterfragt wurden und kommentiert wurden. Ich fand es unterhaltsam, ich fand es sehr emotional und es gab eben auch einfach viel Wiedererkennungswert, nicht unbedingt bei den Menschen, sondern wie Katzen uns betrachten und was sie sagen könnten. Und ich habe da Frankie oftmals ja so ein bisschen in meinen Katzen auch einfach wiedererkannt. Der Schreibstil war schon sehr leicht, er war sehr tiefgründig, besonders das Thema natürlich Depression und Lebenssinn finden oder ja, sowas ist natürlich immer sehr wichtig und ich fand, dass die Herangehensweise zu diesen ernsten Themen durch diesen etwas lockeren Stil, durch diese
ja, wunderbar neutrale Katzenbrille eigentlich richtig gut funktioniert hat. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe da gerne gelesen, aber das Thema ist auch nicht zu locker genommen worden. Es war nicht oberflächlich, sondern man spürte wirklich, dass da ein ernstes Thema der Hintergrund ist. Frankie spricht eben sehr menschlich und daran muss man sich, glaube ich, schon immer ein bisschen gewöhnen. Ich fand es aber schön, dass er das mit so einem Schmunzler gemacht hat und dass er Dinge so oft von sich auf den Menschen überträgt und dann umgekehrt eben auch durchaus mal erfragt, warum das eigentlich nicht ist. Und mir hat diese Kombination von Frankie und Richard auch gut gefallen. Sie haben ein paar Probleme zu Beginn gehabt, was ich einfach ganz normal finde und finden aber dann schon irgendwie zusammen. Und auch das Ende fand ich tatsächlich sehr, sehr berührend. Und ich habe mir auch ein paar Zitate rausgeschrieben und ja, die lese ich jetzt einfach mal so ein bisschen vor. Zum einen, die Menschen nehmen den Tod sehr ernst, quasi persönlich. Dabei ist der Tod ja nur das Ende vom Leben, so wie es auch einen Anfang gibt. Das fand ich richtig, richtig gut. Dann, du machst immer nur, was dir Spaß macht? Nein, sagt der Kater. Manchmal mache ich auch, worauf ich Lust habe. Da gibt es einen Unterschied. Natürlich, ich habe Lust, hier in der Sonne zu liegen. Aber macht es wirklich Spaß? Und das fand ich toll, das fand ich sehr markant, das fand ich echt, das fand ich richtig, richtig klasse. Dann habe ich noch, ich sag euch im Vertrauen, liebe Menschen, bitte lacht nicht. Vielleicht ist es eine komische Frage, aber kann es sein, dass ihr zu wenig schlaft und zu viel denkt? Ist bei mir umgekehrt, was den großen Vorteil hat, dass ich von der Welt nicht zu viel mitbekomme. Denn wenn man von der Welt zu viel mitbekommt und zu viel darüber nachdenkt, macht es vielleicht krank. Oder man schaut finster aufs Leben. Und das sind so ein paar schöne Weisheiten, die ich richtig schön fand und die ich richtig toll fand und die mir echt Spaß gemacht haben und ja, auch große, große Freude bereitet haben. Also eine wirkliche Buchempfehlung, wenn man es eben mag, so ein bisschen das Katzen mit einem agieren oder Tiere agieren. Es hätte einfach eine Spur länger sein dürfen. Also ich fand dieses unter 200 Seiten einfach eine Spur zu wenig und ja, das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, aber sonst hat es mir richtig, richtig gut gefallen. So, ein kurzer Location-Wechsel, denn mein Akku hat geblinkt und ich dachte aber über die restlichen zwei Bücher möchte ich auch noch kurz sprechen und dementsprechend ja, machen wir da jetzt einfach ein bisschen mit Strom weiter. Das nächste Buch, ein Highlight in diesem Monat, ist Goldkehlchen von der tollen Adriana Popescu. Ich bin ein großer, großer, großer Fan und würde ich jetzt an dem Regal sitzen können, würdet ihr meine Popescu-Sammlung sozusagen sehen und ihr würdet auch die Golden Girls sehen. Denn die sind, glaube ich, ein bisschen Inspiration für den einen oder anderen Charakter in diesem Büchlein. Und ich bin ein großer Fan der, ja, erwachseneren Romane von Adriana und natürlich auch von ihren Jugendbüchern. Aber ich finde, sie schafft mit ihren wunderbaren Worten, Gedanken, ihrer Art, Geschichten zu erzählen, wirklich eine Bindung zu Charakteren zu schaffen, wie es kaum eine andere Autorin irgendwie schafft. Und die mich eben auch einfach immer wieder begeistert, auch wenn sie keine Fantasy schreibt. Das ändert sich jetzt ja ein bisschen. Wir bekommen im Herbst ja so ein bisschen Jugendfantasy mit so einer Academy-Geschichte. Bin ich sehr gespannt. Aber wenn ich denke, wie mich immer Fantasy, auch wie einfach mich manchmal Fantasy begeistern kann, und Adriana schafft das aber mit ernsterer, lockerer Literatur tatsächlich auch bei mir ähnliche, ja, wunderbare, schwärmende Gedanken loszuwerden. Ja, wir haben hier Goldkehlchen, was so ganz lose irgendwie eine Geschichte im Universum von Goldene Zeiten im Gepäck spielt. Wir haben hier die schattige Pinie, das Altenheim, wir haben hier auch so das ein oder andere Easter Egg zu dieser Geschichte. Man muss es aber nicht gelesen haben, es ist keine Fortsetzung, man kann es komplett als Standalone betrachten und das fand ich auch richtig, richtig gut. Ja, also wir spielen. Die Geschichte in der schattigen Pinie ist eben vielen bekannt aus den Golden Girls. Wer diese Serie aus den 80ern noch kennt, ich liebe die. Ich gucke auch heute noch gefühlt immer so ein, zwei Folgen die Woche. Ich bin da großer, großer, großer Fan. Und da waren wir ja auch schon unterwegs, als wir eben Goldene Zeiten im Gepäck, übrigens auch eine absolute Leseempfehlung, da im Grunde unterwegs waren. Ja, wir treffen auf Toni und sie hat einen neuen Job in diesem besagten Altenheim und wird dort den ja, Senioren-Demenzchor der Goldkehlchen betreuen. Und nicht nur einfach betreuen, sondern sie soll sie auf einen Gesangswettbewerb vorbereiten, der in wenigen Wochen stattfindet. Und hier merkt man recht schnell bei Toni, die ein sehr offener Mensch ist, die sehr toll auch auf die alten Menschen zugehen kann, wie sie doch manchmal so an ihre Grenzen stößt, weil sie merkt, es ist eben gar nicht so einfach,
mit Menschen zu agieren, mit Menschen auch Musik zu machen, die eben auch einfach mal ein Lied vergessen, eine Melodie vergessen, die vielleicht auch heute gar nicht wissen, dass sie gestern auch schon hier waren. Und man merkt so ein bisschen ihre Herausforderungen dabei, auch ihre Herangehensweise. Und ich fand es super spannend, dass hier eben auch erzählt wurde, wie Musik bei Demenz eben auch einfach helfen kann. Und jeder, der Musik begeistert ist, und das bin ich ja auch, hat natürlich auch Bilder im Kopf und Gefühle, Gedanken, Erinnerungen, wenn er gewisse Musikstücke hört. Und auch das ist natürlich ein positiver Aspekt in Richtung eines Demenzchores. Und das gibt es ja durchaus wirklich. Und wie weit das jetzt bewiesen ist und so, da möchte ich jetzt gar nicht drauf so mir Gedanken machen. Aber ich fand das einen ganz spannenden Aspekt. Ja, sie lernt so eben die Bewohner kennen, die zu ihr in die Chorprobe kommen, mit denen sie dann auch zusammen singt und arbeitet und nimmt eben auch Liederwünsche auf und probt die mit denen und dann soll es eben auch in Richtung Gesangswettbewerb gehen, wo sie im letzten Jahr böse von einer anderen Gruppe überholt wurden, die dann gewonnen haben. Und für mich war diese Geschichte ein absolutes Highlight. Also ich liebe einfach den Stil von Adriana Popescu und ich fand es wieder toll, wie sie es hier schafft, das ernste Thema Demenz und auch im Großen und Ganzen dieses Älterwerden, was von einem vielleicht auch verschwindet, wenn man älter wird, wenn man Demenz hat, wie sehr andere Menschen an einem hängen. Ja, ist ein sehr ernstes Thema. Und sie schafft es aber, es locker zu erzählen, Charme mit hineinzubekommen, Witz, wunderbare Dialoge zu führen, total nahbar zu sein und man wirklich das Gefühl hat, man kennt diese Charaktere. Also ich fand das wahnsinnig gelungen, wie diese schwere Thema, was definitiv auch Emotionen hervorruft, was auch mich an mancher Stelle sehr betroffen gemacht hat, auch im größeren Familienverwandtenkreis hatten wir Demenzkranke und man sieht das hier nochmal mit anderen Augen. Man sieht verschiedene Stadien, man sieht verschiedene Läufe und man sieht verschiedene Menschen, wie sie eben Menschen sind, wie sie das wahrnehmen, wie sie das mitnimmt, wie es Angehörige, Freunde empfinden. Und ich fand das einfach großartig. Aber Adriana verliert nie ihren Lebensmut, ihre Begeisterung, diese Lebhaftigkeit und packt das wunderbarst in diese Geschichte. Wir haben sehr tiefgründige Personen, die uns gezeigt werden, an verschiedenen Stadien, zum einen Betroffene, zum anderen wirklich Verwandte, Familie, Freunde und wie man eben auch mit Demenzkranken umgehen kann, wie ein Heim damit umgeht, wie man unterstützen kann, wie man manchmal auch einfach hilflos ist, wenn dann vielleicht noch bei einem selbst eine eigene Krankheit hervorkommt. Und ich fand es an mancher Stelle auch traurig, aber man geht auch so mit einem positiven Gefühl daraus, weil man einfach sagt, das Leben ist zu kurz, um sich Gedanken zu machen. Es wird uns irgendwas treffen im Alter, egal ob es Demenz sein muss oder irgendwas anderes, man wird einfach älter und ich möchte ja selbst auch unbedingt 100 werden, also werde ich auch irgendwann älter und gebrechlicher. Demenz würde ich nur so bedingt gerne haben, aber zum Glück ist da der Familien- und Verwandtenkreis zu weit weg, als dass man das irgendwie über eine Erbsache jetzt erahnen oder befürchten müsste, aber man ist ja nicht davor gefeit. Und ich fand das toll, ich fand es feinfühlig erzählt, ich mochte die Ernsthaftigkeit, gleichzeitig einfach diese Lebendigkeit, ich fand das so toll, es sprüht hier förmlich Lebensfreude aus der Geschichte mit Lebensbegeisterung, mit Humor, mit Witz, mit nicht zu viel Ernsthaftigkeit, auch ernste Themen zu sehen. Ich bin total gepackt, gefesselt, begeistert. Ich habe die Geschichte mehr als geliebt und ich mag einfach den Stil von Adriane. Ich finde es toll, dass wir hier auch Charaktere nach den Golden Girls benannt haben. Wir haben Sophia und wir haben Dorothea, also Dorothy. Und gleichzeitig hatten wir auch Beatrice, und das ist ja unter anderem, also die Schauspielerin von Dorothy heißt ja Beatrice, fand ich total cool. Ich weiß nicht, ob das so Absicht war. Ich vermute bei Adriana schon, die tickt da, ja, was diese Serien angeht, ähnlich wie es ist ja auch so ein bisschen seriennerdig. Und ich habe hier ein paar wunderbare auch Zitate, die ich gerne erzählen würde. Zum einen, weil Musik hilft, wenn nichts anderes mehr hilft. Und da konnte ich nur nicken. Und dann ging es hier so ein bisschen um etwas Tröstliches, und ob eben manche Dinge trösten, wenn man weiß, dass es der Demenzkranke vielleicht nicht merkt. Und dann ist die Antwort, ich kann damit umgehen, den besagten Charakter zu vermissen. Aber vielleicht ist es ein Segen, dass sie uns nicht vermissen werden, wenn sie uns vergessen.
Und das fand ich so traurig und gleichzeitig so tröstlich in einem, weil natürlich ist das total schwierig, wenn man vergessen wird von einem geliebten Menschen, mit dem man ja eine Vergangenheit hat und dann eben auch die Erinnerungen verschwinden. Und auch bei meiner Uroma, als das so ein bisschen war, wo man sich immer wieder vorstellen muss und oder auch nicht, ne? Manchmal war ich auch einfach jemand anders. Also, ne? Und das dann, ja. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass dadurch, dass sie ja nicht wissen, oder vermeintlich nicht wissen, dass sie uns vergessen, vermissen sie uns auch nicht. Also ja, das fand ich sehr tröstlich, das fand ich so wunderbar auf den Punkt gebracht. Das hat Adriana großartig gemacht. Dann auch hier eine Liebeserklärung. Aber das Leben ist mehr als eine endlose Wiederholung. Fand ich auch toll. Denn das ist tatsächlich so. Also ja, wobei manche Wiederholungen sind auch ganz schön. Hier sagt jemand, ich mag eigentlich keine Friedhöfe. Sie kommen mir manchmal vor wie eine Art Vorschau auf das Ende des Films. Ein Spoiler. Und da musste ich wirklich so herzhaft lachen. Das kam so trocken rüber. Und ich dachte, ja, ich glaube, das ist manchmal diese Angst, die wir Menschen vor Friedhöfen haben. Ich nicht. Ich bin auch kein großer Fan von Friedhöfen. Ich sehe da nämlich tatsächlich gar keinen Sinn drin, weil ich hoffe nicht, dass jemand als Geist auf dem Friedhof wartet, dass ich komme, weil dann würde er da die Ewigkeit warten. Ich glaube, dass, ja, das geht jetzt fast so weit, aber ich glaube, dass verstorbene, liebgewonnene Menschen nicht auf dem Friedhof sind. Aber jeder, der natürlich Trost im Friedhof findet und Gräber besuchen und so weiter, dem wünsche ich natürlich, dass er dort das findet, was er sucht. Aber ich fand das tatsächlich ganz gut mit dem Spoiler. Ich musste da wirklich sehr, sehr, sehr lachen. Ja, Demenz wütet im Gehirn, nicht im Herzen. Das fand ich auch richtig, richtig schön. Hier ging es darum, dass, ja, jemand, ich möchte ja nicht so sehr spoilern, aber ein bisschen Kontext muss ich euch, glaube ich, geben, dass jemand gegangen ist. Ja, es geht dann darum, dass ein letztes Mal umarmt wurde und es die letzte Umarmung war und auch die letzte Umarmung bleibt. Und da wird dann so gesagt, man sollte eben nur wissen, dass es die letzte ist und dass es eben oft schade ist, dass man es nicht weiß. Und ja, da habe ich auch ein bisschen geschluckt. Dann haben wir hier den Abschied auf Raten. Irgendwann werden sie nur noch ein Phantom sein, von dem ich jedem erzähle. Und das fand ich fand das immer so treffend auf den Punkt und dennoch so poetisch. Und das hat Adriana einfach großartig gemacht. Und die wirklich großen Abenteuer sind immer anstrengend und einen großen Auftritt haben die Goldkehlchen noch verdient. Wunderschön, eine absolute Empfehlung von mir. Ich liebe dieses Buch und es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich Goldkehlchen gelesen habe. Ähnlich wie natürlich auch gute goldene Zeiten im Gepäck. Und es gibt hinten auch noch eine wunderbare Liederliste gegen das Vergessen. Und das Gruselige war eigentlich, dass ich alle Lieder hätte mitsingen können. Aber gut, ja, da sieht man, dass Adriana und ich doch tatsächlich relativ ähnlich alt sind. Ich glaube, uns trennen so 2-3 Jahre. Von daher, glaube ich, sind wir auch einfach durch Großeltern, Tanten, Onkel, durch ähnliche Lieder groß geworden, die dann eben hier auch eine Rolle spielen. Ja, absolutes Highlight. Große, große Empfehlung. Und das letzte Buch war dann ein Hörbuch und zwar Firefly Creek von Lillian Kalina. Ist der Auftakt einer 5-teiligen Reihe, die in Australien spielt. Wurde gesprochen von der wunderbaren Caroline Musk von Oppen, der ich super gerne zuhöre, immer wieder gerne zuhöre und auch gezielt Hörbücher gucke, die sich so in diesem Wohlfühl-Romanbereich befinden, ob sie nicht von ihr gesprochen werden oder was sie gerade vertont hat, was so ein bisschen in diese Richtung geht. Ich habe das Buch letztes Jahr ein paar Mal auf BookTube, Bookstagram gesehen, auch bei der lieben Buchling Janine entdeckt und dann hat auch noch eine Freundin mal erzählt, dass sie das ganz gut fand und ich dachte, ja, es ist sommerlich schön, es wird Zeit für ein Wohlfühlbuch und habe dann dazu gegriffen. Ja, wir sind hier im Grunde auf der Silverwood Ranch irgendwo in Australien und die Bennets haben hier sozusagen das Sagen. Die Ranch ist schon seit vielen Generationen im Familienbetrieb. Wir haben hier eine Rinderfarm, was ich nur so bedingt gut fand, aber das tut der Geschichte am Ende keinen Abbruch. Und alle Söhne und auch der Vater sind hier eben noch vor Ort, bis auf einen, und zwar Ethan, der eigentlich in Sydney einen Job hat, diesen aber verloren hat und jetzt eben zu Hause auf der Ranch einen Neuanfang beginnen möchte. Er trifft auch unterwegs noch eine junge Frau und sie weiß ganz gut, wer er ist und
führen da so ein bisschen unauffällig noch ein Gespräch. Und ja, er kommt zu Hause an, der Alltag holt ihn relativ schnell ein. Wir erfahren sehr viel über die Beziehungen der Brüder, auch zum Vater, was es so mit der Familie ein bisschen auf sich hat. Und dann eines Tages trifft er eben auf Liz. Und Liz ist im Grunde so ein bisschen im Haus mit angestellt. Sie kümmert sich um den Vater, die vier Brüder, schmeißt den Haushalt und ist da wirklich aktiv. Liz selbst ist verwitwet und Ethan und Liz, da könnte so ein bisschen sich etwas anbahnen. Und ob das wirklich so gut ist und was es sonst so ein bisschen für Familienkonflikte gibt, das müsst ihr einfach selbst lesen oder hören. Es war tatsächlich ein sehr atmosphärischer Wohlfühlroman mit einem richtig schönen Setting. Allein das Australische war richtig, richtig gelungen. Und das hat mir auch richtig, richtig große Spaß gemacht. Der Schreibstil war locker, leicht, flüssig, modern, war auch ein bisschen langsam. Das fand ich richtig schön, dass sich wirklich Atmosphäre hat aufbauen können. Das Farmleben mit den alltäglichen Dingen wurde uns ein bisschen gezeigt. Das fand ich richtig schön. Es war gemütlich, es war so ein bisschen urig, wie man so schön sagt. Das hat richtig Spaß gemacht, auch zuzuhören. Und dann auch so die Liebesgeschichte, die so ein bisschen erzählt wird, die hat es nicht eilig. Die lebt so ein bisschen von den Momenten, von den Gesprächen. Und das fand ich auch richtig, richtig schön gemacht. Es funktioniert als Familiensaga tatsächlich ganz gut. Gerade weil dieses Farmerleben und dieses Alltägliche und was macht man denn, wenn gerade mal nichts dann mehr zu tun ist, weil ich das wirklich gut fand. Es ist sehr bildhaft beschrieben, also man kann sich Australien und die Farm richtig, richtig gut vorstellen. Man kommt da wirklich an und hat das Gefühl, man ist so mittendrin. Bei den Charakteren muss ich sagen, dass mir leider die Nebencharaktere ein bisschen blass geblieben sind, was ich ein bisschen schade fand, dass die nicht so hervorgestochen sind, geleuchtet haben, wie es vielleicht so bei anderen Geschichten dieser Art dann auch der Fall ist. Ich mochte Ethan, ich fand auch Liz toll. Ich hätte mir ein bisschen mehr Zusammenhang, ja, vielleicht tatsächlich noch gewünscht, was so ein bisschen Konflikte sind, was so ein bisschen unausgesprochen tatsächlich war. Aber ich vermute, dass man natürlich viel mehr erfährt, wenn man dann auch noch die vier anderen Bände liest oder hört. Ganz toll fand ich, dass wir hier eben mal den Blickwinkel von Männern haben, also wie Männer leben, Probleme, Gedanken, Emotionen, und das fand ich auch sehr gelungen. Ich hatte wirklich das Gefühl, auch wenn wir natürlich eine Autorin haben, dass sie es sehr gut geschafft hat, dieses weibliche Handeln und Denken abzulegen und wirklich auch ein bisschen anders kommuniziert hat. Also es ist einfach so, dass ein Vater mit seinem Sohn anders spricht als eine Mutter mit ihrer Tochter oder wenn man das jetzt noch mixt. Da ist einfach ein Unterschied. Und ich mochte das tatsächlich gerne so, wie die Brüder untereinander so ein bisschen gerauft haben. Diese Sohn-Vater-Beziehung fand ich gelungen und eben auch so ein bisschen, wie die Themen angegangen wurden. Es war einfach mal was anderes und das hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Aufregung vielleicht gewünscht. Also es war schon irgendwie gut erzählt, es war langsam erzählt, es hatte auch den ein oder anderen Spannungsmoment, aber es war halt jetzt nichts, was man nicht schon gelesen hat. Und irgendwann, glaube ich, kommt man einfach an den Punkt, wo man denkt, ach, ich kenne das alles schon. Und dann machen solche Geschichten halt ein bisschen weniger Spaß, als wenn man wirklich was Neues oder was Andersartiges entdeckt. Aber ja, es kann natürlich das Rad nicht neu erfunden werden, aber es war trotzdem schön. Es war gemütlich, es war einfach entspannend, das hat mich auf jeden Fall runtergeholt, es hat mich vom Feeling natürlich so ein bisschen an Gilmore Girls erinnert oder an Downton Abbey oder so ein bisschen sowas, wo man einfach sagt, man kommt da einfach runter, man ist entspannt, man ist in dieser Kleinstadt und oder jetzt hier natürlich noch begrenzter im Grunde auf der Ranch, und ja, das war ganz schön. Ich muss aber sagen, ich weiß nicht, ob ich weiterhören werde, weil dazu haben mich jetzt auch die anderen Brüder nicht so motiviert, muss ich auch tatsächlich ehrlich sagen. Und das finde ich halt schade, weil ich schon finde, gerade wenn man die anderen Brüder auch ein bisschen mehr noch vorgebracht hätte, da möchte man natürlich auch wissen, wie deren Geschichte sozusagen dann aussieht und erlebt wird. Und ja, also nicht ganz das Highlight, was ich erhofft oder mir gewünscht habe. Es war eine schöne Geschichte, die ich einfach auch wunderbarst gehört habe. Und das waren sie jetzt, die 13 Bücher des Monats. Also alles insgesamt wirklich ein toller Büchermonat, der mir gut gefallen hat, der auch noch einen Klassiker parat hat und ein bisschen was an Rereads. Und mir tatsächlich gut getan hat, auch im Urlaub wirklich wunderbares zu lesen, viele Geschichten mitzunehmen und eben auch einfach Geschichten zu hören, was ich halt auch besonders einfach schön finde, wenn man sich dann einfach wirklich in den Garten setzt und einfach genießt und den Himmel anguckt, die Wolken, das Wasser, wenn man am See ist oder wo auch immer, und da einfach ein bisschen, ja, die Zeit auch aus dem Blick verlieren kann.
Ich hatte ja dann jetzt noch eine Woche im Juli, dementsprechend ist auch die erste Juliwoche ganz lesereich. Das seht ihr aber dann natürlich im nächsten Büchermonat, wenn ihr darauf Lust habt. Abonniert gerne meinen Kanal, damit ihr dann auch kein weiteres Video verpasst. Und ich hoffe, ihr hattet mit meinem Lesebüchermonat auch ein bisschen Spaß. Vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere Buch schon oder habt es noch auf dem Sub oder der Wunschliste. Dann lasst uns gerne in den Kommentaren in den Austausch gehen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi. Happy.